Herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, zum Spitzenspiel zwischen Burgkürbel und Türkgücü Hanau. Die Gastgeber mit Daut, Lehr, Dickerhof, Fleischer, Rona, Quanz, Tugend, Walter, Kappel, Strüter und Van Haren. Und unsere Mannschaft mit Tok, Shima, Yücel, Alawi, Sungun, König, Netzband, Müller, Mustafa, Selçuk und Korkmaz. Bei den Gastgebern gab es einige Verletzte. Burgkürbel in den blauen Trikots und dann fing die Partie auch schon rasant an. Hier in der ersten Minute bereits Murat Selçuk kommt von der rechten Seite. Er flankt rein und dort steht Tim Müller. Das 1:0 in der ersten Minute. Da waren ganz wenige Sekunden erst gespielt. Und Tim Müller, The Air Müller, macht das hier mit dem Kopf. Und wieder eine tolle Vorarbeit von Murat Selçuk. Richtig klasse gemacht. Und das war natürlich ein Paukenschlag direkt zu Beginn der Partie. Und da setzt er die Sonnenbrille nochmal auf. Tim Müller, unser Kapitän und Spielertrainer. Die Burgkübeler wollten dann natürlich schnell antworten. Hier klärt Justin Netzband und dann noch ein weiterer Freistoß. Und Dominik König, der zweite Spielertrainer, der konnte dann klären. Und wir machten das richtig geschickt. Die Taktik unserer beiden Trainer ging auf. Hier Halil Korkmaz spielt den Ball rein und dort steht wieder Tim Müller. Und diesmal trifft er den Ball nicht ganz richtig. Und dann gab es eine Ecke für Burgkürbel. Und Erwin Schima köpft hier den Ball weg. Eigentlich ist die Situation bereinigt, aber dann fällt doch noch das Tor durch Quanz. Und da kommt Kerem Yücel nicht an den Ball. Eigentlich war der Ball schon geklärt. Und das war das 1:1 durch Burgkürbel. Jetzt wollten die Gastgeber natürlich sofort nachlegen, aber nicht so. Burak Tok im Tor macht das richtig gut. Und Halil Korkmaz hier spielt weiter auf Bum Bum Sungun. Und nein, er wartet weiterhin auf seinen fünften Treffer. Dann nochmal Dominik König mit der Hereingabe. Und da steht Mohamed Alawi an die Latte. Hier sehen wir das nochmal in der Zeitlupe. Mohamed Alawi, klasse Kopfball von ihm. Und das war auch gleichzeitig die letzte Aktion in der ersten Halbzeit. 1:1. Und es war wahrlich eine Spitzenpartie. Das macht er richtig gut hier. Kerem Yücel flankt den Ball rein. Der kommt dann auf Tim Müller. Tim Müller weiter auf Hasan Mustafa. Und da haben wir ihn, Hasan Mustafa, mit einem Versuch. Dann Alawi auf Tim Müller. Dann nochmal Alawi. Und Mohamed Alawi macht das 2:1. Toller Treffer, sein dritter Treffer im dritten Spiel. Mohamed Alawi in der 60. Minute macht er das 2:1. Und klasse angenommen. Auch die Vorarbeit von Tim Müller. Erste Sahne. Und das war das 2:1. Hier haben wir ihn nochmal. Ingros Mohamed Alawi. Nun lagen wir vorne. Burgkübel musste dann natürlich schnell antworten. Mittlerweile Ogün Aslan hier in der Partie mit der Nummer 10. Und er verzieht dann Volkan Sungun. Er kämpft sich hier den Ball. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Aber dieses Pressing ging richtig auf. Da nochmal Tim Müller mit dem Ballgewinn. Weiter auf Alian Karan. Er kam zur zweiten Hälfte dann rein.
für Murat Selçuk. Und dann Alaoui bringt den Ball rein. Und wer steht da? Tim Müller mit dem 3:1. Und das war die Vorentscheidung. Er setzt hier wieder die Sonnenbrille auf. Tim Müller macht das richtig klasse. Aber auch die Vorarbeit hier durch Mohamed Alaoui. Richtig stark gemacht. Bringt den Ball rein. Und Tim Müller lässt da der gegnerischen Abwehr keine Chance. Und hier Bünyamin Kilic zusammen mit Tim Müller. Und das war schon sowas wie eine Vorentscheidung. Aber dann wollten wir das nochmal spannend machen. Hier wird Halil Korkmaz erst gefoult. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Und er protestiert lautstark und deshalb wird er dann vom Platz geschickt. Also, die Bruchköbeler nun in Überzahl. Und wir wollten natürlich dieses 3:1 verteidigen. Aber dann passierte das in der 88. Minute. Burak Tok wird hier getroffen. Hier nochmal die Zeitlupe. Felix Rona macht das 2:3, aber das war vorher ein Foul. Das muss der Schiedsrichter sehen. Und jetzt waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen. Dann eine Ecke. Mittlerweile auch schon der Torwart von Bruchköbel in unserem 16er. Und hier wollen wir das spielerisch lösen. Tim Müller schlägt den Ball hier weg. Da wird er noch getroffen. Ein weiteres Foul. Auch da lässt der Schiedsrichter weiterspielen. Und Burak Tok mit einer tollen Parade. Dann die letzte Ecke nochmal für Bruchköbel. Da pfeift der Schiedsrichter Freistoß für uns. Und eine allerletzte Chance bekamen sie noch. Hier mit einem Fallrückzieher. Aber dann war Ende. Wir gewinnen 3:2 bei der SG Bruchköbel. Ein toller Erfolg. The Apocalypse.